Der nächste Tag im schwäbischen Ludwigsburg steht erneut im Zeichen der Veränderung. Die Disco-Kugel hat ausgedient und die Gastraumdekoration ist in den letzten Zügen. Hey, wo ist die Disco-Kugel? Die habe ich dir aufgehoben. Das wichtigste Deko-Element überhaupt hier in dem Laden. Für deinen Laden. Ist mega. So, ich habe dann alles, was ich brauche. Ich kann dann gehen. Buongiorno. Guten Morgen. Oh, du tanzt mit dem Besen und ich habe die Disco-Kugel dabei. Ja, das passt auch, ja. Oder? Ja, ganz genau. Die habe ich mir erstmal schön gezockt hier. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde, und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, und entschuldige, dass ich jetzt dir da so persönlich so nahe trete, aber für das Thema Kleidung, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Du darfst daraus keine private Partyveranstaltung machen, sondern du musst dich der Sache dementsprechend kleiden. Haare müssen zusammengesteckt werden demnächst und so. Ne? Ja. Klar, das musst du sein, aber dies ist ein Restaurant. Ne? Ja. Und kein Sektempfang. Gut. Wie geht's? Gut. Wo ist der Koch? Der ist in der Küche, aber ich habe noch was für dich. Aha. Ich habe eine Speisekarte vorbereitet. Mhm. Wir haben eine Speisekarte erstellt. Und die habe ich dann dem Frank gezeigt, weil ich ihm auch beweisen wollte, dass wir es ernst meinen und wir den Weg gehen wollen. Sehr gut. Und lass uns das sofort durchgehen. Alles klar, okay. Dankeschön. Vorspeisen. Tzatziki, klar. Scordalia. Ja. Kartoffelpüree mit Knoblauch, finde ich super. Schön Olivenöl dabei, ne? Auberginensalat, Spitze. Feta-Käse mit Sesamhonig, das ist Klassiker. Und dann hier so Kleinigkeiten, Tarama, Peperoni. Und das gibt alles zusammen dann als eine Vorspeise, oder? Ich stelle mir das so vor, dass wir das alles als ein kleines Tellerchen genau ausbringen. Genau, und dann, dass alles hingestellt wird. Genau, ne? Richtig. Wir müssen natürlich die Einzelpreise dahinter, ne? Ja. Mhm. Fleisch. Hackfleisch, Küchle, Bifteki, Tigania, Fleischpfanne mit Schwein, Souvlaki, Hähnchenspieß, Lammkotelett. Gilt der Schweinebrauch. Pass auf, wir machen eine Sache einfach weniger. Mhm. Und dann hier die gefüllte Paprika rein. Fisch. Da stört mich jetzt schon dran, dass das nicht alles frisch sein kann. Geh zu einem Händler und lass dir zweimal die Woche Fisch liefern. Und wenn der verkauft ist, dann sagst du, Entschuldigung, nur frische Fische? Und leider verkauft. Ja. Und dann kannst du diese Gerichte gerne machen. Aber ich möchte dich darum bitten, es frisch zu machen. Okay, Oktopus bleibt. Couscous ist auch sehr gut. Calamari à la Frank Rosin ist auch sehr gut. Und dann kommen zwei bis drei frische Fische dazu. Ja. Das ist ein Fortschritt. Kein Klimbim. Ich habe es nicht erwartet, aber es ist eine Punktlandung. Ich denke, dass ich dadurch auch den Frank überzeugen konnte, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir die Karte vorbereitet haben und uns Gedanken gemacht haben, wie es weitergehen soll. Das war eine schöne Überraschung. Jetzt habe ich auch eine für dich. Komm mit. Okay. So, dann komm mal mit. Du darfst dich nicht umdrehen. Du hast gespannt. Volle Kanne. Ja. Wollen wir? Na gut. Wow. Ich kann es gar nicht glauben, was für einen Namen wir jetzt haben. Ich bin so überrascht. Ist ja geil. Ja, super, das hätte ich gar nicht erwartet. Sehr schön. Wunderschöne Spezialitäten. Ich finde es total persönlich und genau auf den Punkt gebracht. Schlicht und einfach. Das finde ich voll toll. Aus dem unpersönlichen Kaisers wird das Sulas. Und dem äußerlichen Neustart folgt auch eine große Veränderung im Team. Ein gelernter Koch übernimmt nun das Regiment in der Küche. Hellas. Nico. Huh? Ja. Hallo. Hallo. How are you doing? Good. Good? Fine. Du siehst sehr gut aus. Sag mal. Is a chicken leg,
diese Asparagus, diese Blue Cheese, T-Bone, Emmental, hier ist es Champignons, Papers, Cherry Tomatoes, Onions, and this is my symbol. You are Chef? Yeah. Okay. Und wo hat er vorher gekocht? Der hat vorher bei seiner Mutter im Restaurant gekocht. Ah. Genau. Nico passt wunderbar zu uns. Und ich denke, dass Frank das auch genauso sieht. Here we have mussels. Yes. Can you show me a meal with mussels? Yeah. Klar, ne? Ist ein netter Kerl, sieht gut aus, macht einen guten Eindruck, aber ich muss natürlich gucken, ob er kochen kann, ne? May I help you? With the, yeah? Do you want? You need onions? Yep. Okay, you need garlic as well? Yeah. Since how long you a chef? How many years? 10 years. 10 years? Yeah. Nun kann der neue Koch zeigen, was er drauf hat. Nico startet mit der Zerkleinerung von Tomaten und Chili. A little bit dill. Dill? Okay. Yeah. You need juice from the lemon? No. And wine? I think it is best with ouzo. Yes, because ouzo, with ouzo you have this Mediterranean taste. Yeah, and I have anise, this... Anise. Yeah. Anise. The smell is good. Ouzo. Ouzo, ich bringe ouzo. Okay, we go ahead. Olive oil. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Dann Tomaten, Chili, Zwiebeln, Knoblauch und Dill hinzugeben und das Ganze durchschwenken. And now the mussels. Die Miesmuscheln salzen und pfeffern. Sugar for the tomato. And the the ouzo, ja. Duftet das auch schon nach Griechenland? Can I do something? Yeah. Okay. So, jetzt nehme ich hier den Romasalat. Der Romasalat ist sehr schön knackig. Der hat ein sehr knackiges, saftiges Herz. Wir lassen den Strunk auf jeden Fall dran, damit das nicht auseinanderfällt. Und wir braten ihn kurz an. Dadurch werden die ganzen Bitterstoffe und mit dem Zucker und alles, was drin ist, nochmal richtig aktiviert. So. We fried the Romasalat. Yeah. Just with a little bit garlic. Yeah. Und wieder einen Schluck Wein dazugeben. Richten den gebratenen Salat an. Die tomatisierten Muscheln landen on top. Guck dir das mal an, die Ludwigsburger werden vor Freude tanzen. Kulinarisch, komm, wir probieren das mal. Ja. Mm. They're very good. Mm. Mm. Hammer. But it's absolutely fantastic. And I guess it's the perfect starter for tomorrow. Okay. Yeah. Okay. And the main dish, we have the lamb chops. Yeah. And I do the lamb chop with you together and we make the main dish right now, yes. Okay. Zula, du kannst deinen Mann anrufen. Okay. Der soll mal vorbeikommen, ja? Okay. Now we have the lamb chops. Die Lammkoteletts angebraten, jetzt kommt das ganze Prozedere, Knoblauch, Säure, alles dazu, schön gewürzt, das weiß er alles. Er ist ein hervorragender Koch, er hat eine super Substanz und also, wo sie den her hat, weiß ich auch nicht, aber er ist echt genial. Die Vor- und Hauptspeise fürs große Finale stehen damit fest. This is unbelievable, really. This recipe, I love it. Wenn ihr dieses Rezept haben wollt, original, griechische Muscheln, hier, vom Chef aus Griechenland. Dann geht einfach auf kabel1.de. Geht auf Rosins Restaurants. Alle Folgen dieser Folge, Outtakes und dieses Rezept. Nur für euch. Viel Spaß. Während Frank Rosin anrichtet, holt Nico das Lamm aus dem Gargerät. Dieses noch mit Zitronensaft benetzen und schon kann auch der Hauptgang vollendet werden. Na? Überraschung, Überraschung. Was für ein Tag heute. Neuer Name, neue Werbung, neuer Koch, neue kulinarische Linie.
neue Speisenkarte. Gute Laune. Aber morgen ist Finale. Morgen muss alles klappen. Denn wenn das morgen in die Hose geht, Ludwigsburg, dann müsst ihr euch einen anderen Griechen suchen.